Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Und mit diesen Worten herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lenny Forschung. Ja, Pokémon X und Y sind noch gar nicht so lange raus, da tummeln sich doch im Internet schon die neuen Gerüchte über die weiterführenden Editionen. Und nicht nur das, die Rede ist sogar von einer neuen, noch nicht offiziellen bestätigten Nintendo-Spielekonsole. Gerüchten zufolge soll nämlich für eine noch nicht benannte Nintendo-Handheld-Spielekonsole die Spiele Pokémon Plus und Pokémon Minus die Nachfolger für Pokémon X und Y werden. Dieses gesamte Gerücht baut auf Vermutungen auf. Das heißt, die nächsten Punkte, die ich euch in diesem Video nennen werde, sind weder offiziell bestätigt, noch kann man sie aber mit handfesten Beweisen widerlegen. So sollen zum Beispiel zahlreiche Konzeptskizzen zwischen der Pokémon Company und Nintendo ausgetauscht worden sein. Game Freak plant gerade eine Umstrukturierung des Basissystems für die Kämpfe und versucht sie dadurch noch ein bisschen zu vereinfachen. Das gesamte Entwicklungsteam von Pokémon versucht sowieso möglichst viele Ideen umzusetzen, die in all den Jahren und in der aktuellen Zeit entstanden sind. Die neue Region von Pokémon Plus und Minus soll auf Südostasien basieren, dazu mit einer großen Halbinsel und vielen kleinen weiteren Inseln. Auch neue Starter-Pokémon soll es in Plus und Minus geben. Wo jetzt der absurdeste Teil dieses gesamten Videos anfängt. Fangen wir mal an mit dem Pflanzenstarter-Typ. Der Pflanzenstarter entwickelt sich zu einem Pokémon mit dem Typ Pflanze und Elektro, soll anfangs einer Wurzel ähnlich sehen und sich später zu einer Palme entwickeln, wobei jedes einzelne Palmblatt ein eigenes Gesicht hat. Ich will ja nichts sagen, aber das ist das bisher größte Recycling überhaupt. Es kommt aber noch viel besser, der Wassertyp. Der sich später zu einem Wasser-Stahl-Pokémon entwickelt. Das Wasserstarter-Pokémon soll eine menschenähnliche Form haben, mit einem Glas Wasser auf dem Kopf, das von Entwicklung zu Entwicklung größer wird und letztendlich sogar extra Arme braucht, um dieses Glas Wasser überhaupt noch halten zu können. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Was für Wasserköpfe haben die da bitte eingestellt? Wasserköpfe. Ist aber immer noch nicht so geil wie der Feuerstarter. Passt auf, Leute. Der Feuerstarter ist laut Vermutung anfangs eine kleine, niedliche Ziege. Im Nachhinein entwickelt es sich zu einem Feuer-Fee-Pokémon, dessen zweite Entwicklung mit Feuer ein bisschen dekoriert ist und einfach bedrohlicher aussieht. Im Endeffekt sieht es dann am Schluss aus wie ein Motorrad. Wie ein Motorrad. Wie ein Motorrad, wie ein Motorrad von dem hier zu dem hier. Was? Ich hoffe wirklich, dass das nur eine dumme Vermutung ist und bleibt. Ich hatte nach Pokémon X wirklich ein bisschen Hoffnung, dass die Designs der Pokémon ein bisschen besser werden, so nach und nach. Aber wenn ich das jetzt höre, da verliere ich wirklich jeglichen Glauben an etlichem Spieledesign überhaupt. Naja, machen wir weiter mit den Pokémon und kommen direkt zu den legendären. In Pokémon Plus soll das legendäre Pokémon nämlich einem chinesischen Löwen ähneln mit dem Typ Psycho und Boden. Das legendäre aus der Minus-Edition hat den Typ Geist und Fee und ähnelt im Gegensatz zu dem Plus-Legendären einem Orkan mit mehreren Armen. Ja. Für wen diese ganzen neuen Entwürfe dann allerdings so gar nichts sind, den möge ich jetzt eventuell damit beruhigen, wenn ich sage, es sollen zahlreiche Pokémon aus der Höhen- und Sinnoh-Region fangbar sein. Zudem ist laut Vermutung von einem neuen Feature die Rede namens Pokémon Band, wo man gemeinsam mit den Pokémon Musik machen kann und tanzen kann. Die groß angepriesene Pokémon Bank wird es im Plus und Minus auch geben, und zwar als festen Bestandteil des Spiels in Form eines Gebäudes, das es ermöglicht, den Spielern ältere Pokémon aus Pokémon X und Y auf Plus und Minus transferieren zu können. Das waren ein paar Vermutungen zu den eventuell neuen Pokémon-Editionen Plus und Minus. Das und noch mehr könnt ihr der Seite bisaboard.de entnehmen, wo ich meine Informationen auch her habe. Link findet ihr selbstverständlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt mal zu eurer Meinung, Leute. Was haltet ihr von diesen Vermutungen? Was haltet ihr von dem Namen Plus und Minus? Wünscht ihr euch irgendwelche Sachen noch dazu oder denkt ihr euch sogar bei manchen Sachen, das könnte ruhig wegbleiben? Um meine Meinung auch nochmal kurz ein bisschen zu verdeutlichen, ich finde die Namen Plus und Minus sind okay. Pokémon handelt natürlich wieder mit zwei Gegensätzen, da finde ich Plus und Minus eigentlich eine ganz schöne Metapher. Hat eigentlich so generell nur noch gefehlt. Ich habe es eigentlich ein bisschen eher erwartet. Allerdings, wenn ich mir diese ganzen Pokémon-Entwurfsvermutungen anhöre,
geht gar nicht. Geht wirklich gar nicht, Alter. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Eure Meinung interessiert mich viel mehr. Schreibt sie mir doch einfach wie immer unten in die Kommentare. Auf dem Weg dorthin kommt ihr natürlich auch an meiner Videobeschreibung vorbei, wo ihr sämtliche Links findet, wie meine Facebook-Seite, meine Twitter-Seite oder meine Postfachadresse. Ich nehme natürlich auch liebend gerne Briefe und Brieftaubsies von euch an. Ha, Wortspiel. Das war's auch schon wieder von Lenny for Short. Ich bedanke mich fürs Zugesehen haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.